Der britische Künstler Edward Lear sagte schon 1874, die Bewohner dieser Erde seien fortan in zwei Klassen unterteilt. Diejenigen, die das Taj Mahal gesehen haben und diejenigen, die es nicht gesehen haben. Der Taj Mahal. Ein gigantischer Marmorpalast in Agra, Indien. Seit 1983 in der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes und seit dem 7. Juli 2007 eines der sogenannten sieben neuen Weltwunder, errichtet vom indischen Großmogul Shah Jahan im 17. Jahrhundert als Mausoleum, also Grabmal, für seine verstorbene Frau Mumtaz Mahal. Eine architektonische Meisterleistung. Um das zu erkennen, reicht schon der erste Blick aus. Selbst auf Bildern macht es einen surrealen Eindruck. Wie haben die Erbauer das hinbekommen? Die Schönheit liegt im Auge des Betrachters, doch bei diesem Werk werden sich die meisten Menschen einig sein. Der Anblick ist überwältigend. Bis zu 70.000 Besucher schafft der Taj Mahal pro Tag. Indien hat die Besucherzahl mittlerweile begrenzt, vielleicht eines der schönsten Bauwerke der Erde. Doch wie so oft macht die Geschichte eines Objektes seine Schönheit noch größer. Die Geschichte des Mausoleums ist tragisch und romantisch zugleich. Shah Jahan war der fünfte Mogulherrscher nach Babur, dem Gründer des Mogulreichs, der im Jahre 1530 die Städte Delhi und Agra besetzte. Shah Jahan, dritter Sohn von Jahangir, widmete in seiner glanzvollen Zeit als Mogulherrscher das prächtige Gebäude seiner Frau Mumtaz Mahal. Mumtaz Mahal war seine große Liebe. Zwischen seinen mehreren Ehefrauen hatte sie eine besondere Position. Schon früh wurden sie verlobt. Ihr schlug er keinen Wunsch ab. Im Munde der Dichter hieß es, dass vor ihrer Schönheit selbst der Mond sich schamvoll verstecken würde. Shah Jahans Reichtum und militäre Macht waren unermesslich. Doch ein Vorfall hätte ihn fast erschüttert. Bei der Geburt des 14. Kindes stirbt Mumtaz Mahal. Eine Tragödie. Tagelang verließ der Kaiser nicht sein Zimmer, hörte keine Musik, trug keinen Schmuck und wurde alt. Man sagt, Shah Jahans Trauer soll so groß gewesen sein, dass sein Bart über Nacht weiß wurde und durch das Weinen seine Sehkraft nachließ, wodurch er eine Brille benötigte. Jahre später wird er für sie ein Grabmal bauen, wie es die Welt vielleicht noch nie zuvor gesehen hat. Er lässt sich ein auf ein gigantisches Unterfangen, ein Megaprojekt. Bei der Dauer des Projekts ist man sich nicht einig. Man kann jedoch ziemlich sicher sagen, dass es länger als 10 Jahre dauerte. Gebaut wurde das 35 Meter hohe Mausoleum auf einer großen Plattform aus Marmor. Das Werk war auch ein religiöses und politisches Statement. Shah Jahan war sehr mächtig. Es wurden Materialien aus ganz Asien hergebracht. Anders als frühere Großmogule, welche derartige Paläste aus rotem Sandstein gebaut haben, welches in der Nähe abgebaut werden konnte, wurde der Taj Mahal in weißem Marmor gehüllt, welcher 300 Kilometer weit entfernt abgebaut werden musste. 20.000 Arbeiter und 1.000 Elefanten arbeiteten an dem Projekt. Er hatte sich die besten Künstler hergeholt. Das Resultat ist dementsprechend ein Kunstwerk, das optisch persische und indische Elemente enthält. Im Laufe des Tages ändert sich die Farbe des Taj Mahal. Bei Sonnenaufgang scheint es beispielsweise blassrosa und perlgrau, mittags kristallweiß. Bei Nebel wirkt es nahezu transparent, bei Sonnenuntergang ein wundervolles Orange-Bronze. Laut neuesten Forschungen zeigt es sogar die Sonnenwenden an. Eine Physikerin aus der Universität Turin fand heraus, dass die Pavillons an den Ecken des Gartens die Punkte bilden, an denen die Sonne zur Sommer- und Wintersonnenwende auf- und untergeht. Das Mausoleum bildet an diesen Tagen das Zentrum. Das komplette Bauwerk wurde im goldenen Schnitt realisiert und ist symmetrisch. Die auf dem ersten Blick geraden vier Minarette wurden vom Chefarchitekten Ustad Ahmad Lahouri mit einer leichten Neigung nach außen gebaut. Bei einem möglichen Erdbeben wird somit das Hauptgebäude nicht zerstört. Aber noch erstaunlicher, für den Betrachter würde es sonst schief aussehen. Geht man durch das Haupttor, wirkt es so, als würde der Taj Mahal schrumpfen.
Bewegt man sich von ihm weg, wird er größer. Ein Sprichwort indischer Einheimischer besagt zu Recht: Wenn du gehst, nimmst du den Taj Mahal in deinem Herzen mit. Bei den Säulen wurde ein optischer Trick verwendet. Durch die Zickzackform sieht es so aus, als würden 6 Seiten existieren. In Wirklichkeit sind es nur 3. Es gibt noch viele weitere Details. Der Blick auf die komplette, eigentlich symmetrische Anlage wirft die Vermutung in den Raum, dass der Taj Mahal Teil eines größeren Projektes war. Ein Mythos besagt, dass auf der gegenüberliegenden Seite eine spiegelverkehrte schwarze Version des Taj Mahal fehlt. Dies soll durch den Putsch seines Sohnes verhindert worden sein. Wollte Schah Jahan wirklich sein eigenes Grabmal bauen? In Schwarz gegenüber seiner Frau? Gefundene Ruinen aus schwarz gefärbtem Marmor am Fluss im Mondscheingarten Mahtab Bagh soll diese Theorie unterstützen. Später enttarnten sich diese als schwarz gewordene weiße Steine. 2006 kam eine Gruppe von Archäologen durch Rekonstruktion auf die Erkenntnis, dass die schwarze Version geplant war. Einige halten es dennoch für ein Gerücht. Offiziell befinden sich die Gräber von Schah Jahan und seiner Frau in dem Mausoleum in der Hauptkammer. Die zu sehenden Sarkophage sind falsch, die eigentlichen befinden sich in einer tieferen Ebene. Nach dem Putsch seines Sohnes muss Schah Jahan den Rest seines Lebens in Gefangenschaft leben, im roten Fort von Agra, gegenüber dem Taj Mahal. Mit dem traurigen Blick auf das Meisterwerk. Bis auf die Platzierung des Grabs von Schah Jahan ist alles symmetrisch. Dieser kleine Fehler in der mathematischen Präzision entstand dadurch, dass das Grab von Schah Jahan nach seinem Tod reingetragen wurde. Was für eine Ironie des Schicksals, dass sein Grab diese Schönheit verletzt. Trotzdem ist dieses Mausoleum vielleicht das schönste Bauwerk der Welt, das wir uns heute mit Begeisterung anschauen. Große Dinge kann der Mensch vollbringen, die unterschiedlich begründet sind. Manchmal Konkurrenz, manchmal Politik, Leidenschaft oder einfach nur Profit. Und manchmal ist es einfach die Liebe zu einem Menschen. Heute gilt der Taj Mahal als Symbol der ewigen Liebe.